Mein Name ist Strassner, wie schon gesagt, HMS Elektronik. Hans-Manfred Strassner, daraus leitet sich der Firmenname ab. HMS ist 1975 gegründet worden. Damals nichts mit den Dingen, die wir heute tun, sondern wir waren in der Messtechnik für Forschung im Wesentlichen unterwegs. Daraus leitet sich auch das ab, was wir heute an Kabeln, Netzfiltern und Technologie überhaupt in dem Segment High-End zu bieten haben. Das will ich nicht länger breittreten. Ich habe eine Broschüre mitgebracht, die kann ich zum Schluss verteilen, die auch den Inhalt dessen, was ich Ihnen heute hier erläutern werde, im Wesentlichen wiedergibt. Also wenn Sie das eine oder andere jetzt nicht verstanden haben, die Broschüre erläutert das nochmal im Detail. Habe ich einen Schluck Wasser irgendwo? Denn ich merke schon, wir stehen direkt unten am Eingang in dem Zug dort und das ist ein deutlicher Unterschied zu der Temperatur hier. Ich werde heute über Netzthemen sprechen, obwohl wir natürlich angefangen haben, damals 1994 war das mit Lautsprecherkabeln und Signalkabeln und da natürlich auch nicht stehen geblieben sind. Wir haben heute das gesamte Programm an Kabeln mit Ausnahme der viel zu preiswerten für den deutschen Markt, hier in Deutschland nicht erzeugbaren, wie zum Beispiel LAN-Kabel, CAT-Kabel, USB-Kabel und so weiter. Das macht hier in Deutschland herzustellen keinen Sinn. Alles andere, was wir produzieren, ist aber made in Germany und ganz vielfach auch Handarbeit, also nicht unbedingt von der Maschine als Trommelware abzutrommeln. Netzthemen sind heute, so stellt sich das für uns dar, unter High-Endern ein wirklich wichtiges Thema. Die Märkte für Signalkabel und Lautsprecherkabel haben sich in dem Bereich sehr hochwertiger Waren verschoben. Bei Netz ist es aber anders. Da sind häufig sehr große Fragestellungen. Hätte man mich zum Beispiel vor 25 Jahren gefragt, wie wichtig ist ein Netzkabel für eine Hi-Fi-Komponente, hätte ich demjenigen, der die Frage stellt, auch gesagt, mein lieber Gott, habt ihr keine anderen Probleme. Auch von wirklich fachkundigem Personal, ich selber bin Physiker, also auch ich hätte eine Antwort gegeben, die definitiv nicht richtig gewesen wäre. Also schämen Sie sich nicht, falls Sie diese Auffassung auch vertreten, zu fragen, was denn daran falsch ist. Ein Punkt müssen wir ganz klar herausarbeiten. Es gibt tatsächlich zwei Aspekte, die das Netz, die 230-Volt-Versorgung für unsere Hi-Fi- oder Videoanlagen stark beeinflusst. Ein Aspekt ist so gut wie gar nicht berücksichtigt worden in der Vergangenheit, der aber sehr wichtig und auch bei jedem vorhanden ist. Der zweite Aspekt, der ist einsichtig. Wir wissen alle, dass Störungen, und da gibt es heute Unsummen von Störungen, ich will vielleicht zwei Stichworte eben zu diesem Punkt kurz nennen. Wir hatten eine Tischleuchte, die musste von Halogen auf LED umgerüstet werden, weil Halogen hatte oben an dem Trafo schon durch die Hitzeentwicklung das Teil außer Betrieb genommen. Ich kaufe eine LED-Beleuchtung, wie das so üblich ist. Strom sparen, da steht jeder drauf. Logisch, macht auch Sinn, ökologisch und aus anderen Gründen. Installiere die und stelle fest, so wie man die einschaltet, ich bin Amateurfunker unter anderem, waren alle Bänder tot. Ich konnte keinen einzigen Sender mehr empfangen. Nur diese eine Leuchte. Da existiert in einem der Texte, da habe ich allerdings nicht allzu viele Kopien von hier, ein Text, der das erklärt. Und wir werden uns auch in der Presse mit einem vergleichenden Artikel noch melden. Es sind nicht alle LED-Leuchten davon betroffen. Also Sie müssen nicht Angst haben, dass jede Art von LED, die Sie kaufen. Wir werden in diesem Artikel dann aber sagen, welche Type von LED sehr schädlich ist und andere, die weniger schädlich sind. Und es gibt auch Dritte, die ganz normal wie eine Halogenlampe keine Störungen verursachen. Und den zweiten Punkt, den ich gleich vorwegnehmen wollte, in diesem Interview, das ist vor 3 Jahren gewesen, wo ich angekündigt habe, definitiv werden wir große Probleme mit Elektromobilität bekommen. Denn
Das ist ein Thema, wo Hunderte von Kilowatt in kurzer Zeit in die Batterien gepumpt werden muss und wo wir das Angebot der Spannung in Wechselspannung in das Angebot der Gleichspannung für die Ladestation umformen müssen. Und diese Umformungen sind das Problem. Ich fuhr, um dieses kleine Bonmot noch loszuwerden, weil es nachher in den Vortrag kaum noch passt, auf den Hof in Düsseldorf. Meine Tochter arbeitet da, etwas so ein Firmenkonglomerat auf diesem Hof. Und beim Einfahren in den Hof merkte ich, dass der eingestellte UKW-Sender, den ich im Auto eingestellt hatte, plötzlich nur noch sehr gestört empfangbar war. Ich fuhr ein paar Meter weiter und sah einen Tesla an seiner Ladestation. Am Vorbeifahren an der Ladestation war alles dicht, kein einziger Sender mehr empfangbar. So, und das müssen Sie sich jetzt bitte vorstellen in Zukunft für Tausende von Ladestationen. Und es ist nicht so, dass nur die Ladestation das Problem macht, auch das Auto selbst macht das Problem. Eine sehr undurchdachte Situation, in die wir uns begeben, was Elektrosmog anbetrifft. Keiner redet drüber. Mir scheint auch, die Politik weiß das überhaupt nicht. Ich bin entgeistert, muss ich klar sagen. So, aber zum eigentlichen Thema. Jeder weiß, ich denke auch, Sie haben die Erfahrung, und wir werden häufigst über dieses Thema dahingehend angesprochen, da wird uns gesagt, hören Sie mal, ich höre, wenn ich ein einziges Netzkabel in meiner Kette als Komponentennetzkabel von der Verteilerleiste bis zur Komponente, wenn ich das tausche, ändert sich der Klang. Wie kann das eigentlich sein? Jeder, der mir das vorgesagt hat, sagt der Kunde dann, dem hätte ich erklärt, Sie erzählen mir einen vom Pferd. Das kann doch gar nicht sein, denn ich habe x lange Meter in der Wand liegen, die eine normale 1,5 Steg- oder Nimmleitung sind. Wie kann anderthalb Meter von der Leiste bis zur Komponente den Klang derartig verändern, meistenteils verbessern? Das ist der Punkt, von dem ich zunächst reden möchte, weil er kaum Beachtung gefunden hat. Wir haben das schon vor 12, 13 Jahren unter dem Titel, mag der eine oder andere vielleicht bereits gelesen haben, das Phänomen der letzten anderthalb Meter referiert. Das hat wie folgt Hintergrund. Nehmen wir mal die einfachste denkbare Anlage, bestehend aus einer Verteilerleiste, in dem Fall brauche ich nur zwei Steckplätze, der langen Leitung oder längeren Leitung bis zur Steckdose in der Wand, dann eine lange Leitung bis im Haus verlegt, bis zur Sicherungskasten, ich schreibe hier mal SI rein, gemeint ist der zentrale Anschluss fürs Haus. Das kann durchaus 20, 50 oder je nach Wohnlage sehr viel mehr Meter sein und hat im Üblichen eigentlich eine Standardqualität, 1,5 Quadrat Nym. Nym ist diese typische Rundleitung, die man heute verlegt. Die einfachste Anlage soll mal bestehen aus einem CD-Player und einem Vollverstärker. Ich muss jetzt nochmal das Symbol für Verstärker hier. Natürlich haben die beiden als Kabelverbindung eine Verbindung untereinander. Das ist das linke und das rechte Signalkabel, typischerweise als Cinch-Kabel. Dann kann man definitiv in dieser Situation behaupten, dass an dieser Stelle, meist sind ja in den Steckdosenverteilerleisten die beiden Phase und Null und Erde unmittelbar untereinander verbunden, dass an diesem Steckplatz hier Delta, sprich die Differenz der Spannung zwischen den beiden Steckplätzen gleich Null ist. Das heißt, alles, was vom Sicherungskasten bis zu meiner Steckdose, auch die anderen Verbraucher, die möglicherweise an der gleichen Leitung hängen und Störungen verursachen können, hier oben an diesem Steckplatz ankommt, hat gleiches Potenzial für beide Schokostecker. Ganz wichtig, das zur Kenntnis zu nehmen. Also Delta U gleich 0. Darauf reagieren unsere Komponenten nicht, denn da ist ja keine weitere Verbindung, die irgendeinen Ausgleich, wir kommen möglicherweise noch dazu, zum Beispiel zum Antennenanschluss bei Kabel oder Satellit bei Meer und so weiter. Das sind aber Themen, über die man eigentlich ein Stück weit getrennt reden muss.
Das heißt, erst in dem Augenblick, wo ich die Anlage einschalte und Musik spiele, das heißt also durch diese Netzkabelverbindung Strom fließt, habe ich den Effekt, dass unvermeidbar physikalisch gegen Null geht nicht und wird auch in Zukunft nicht gehen, Verluste entstehen. Und diese Verluste bedingen Spannungsabfälle auf der Leitung, aber auch auf den Steckverbindern. Ganz wichtig, deswegen finden Sie bei uns vergoldete Steckverbinder ganz grundsätzlich. Sodass hier Delta U ungleich Null wird. Das heißt, es entsteht eine Spannung, die vorher zwar gleichmäßig schwankend im Rhythmus der Störungen auf dem Netz, aber keine Differenzen für die Anlagen darstellte. Jetzt entsteht eine Spannungsdifferenz durch den hohen Strom, den die Endstufe und je nach Lautstärke, mit der Sie spielen, benötigt. Ein deutlicher Spannungsabfall. Es mögen ein paar unter Ihnen sein, die sagen, das sind Millivolt. Ich kann Ihnen gleich beweisen, dass das Volt sind. Können Sie zwar mit einem normalen Voltmeter nicht messen, aber definitiv sind sie von hoher Relevanz. So, das heißt also, die Endstufe schwankt ständig gegen den CD-Player. Wir haben also an diesen beiden Stellen hier einen Spannungsunterschied im Bereich ständig wechselnder Voltgrößenordnung. Die versuchen, wie das mit Differenzen so ist, sich auszugleichen. Wie können sie das? Sie können das nur über die Mäntel, sprich die Schirmungen des rechten und linken koaxialen Chinch-Kabels. Das heißt, hier fließt ein Ausgleichsstrom mal so rum, in ständig wechselnder Größe, der mit über diese Kabelverbindung fließt. Da gehört definitiv ja kein Ausgleichsstrom, der mit dem Musiksignal nur sehr, sehr weit entfernt indirekt was zu tun hat und unter anderem sehr viel größer ist als das eigentliche Musiksignal. Dass das klanglich Einflüsse hat, brauche ich wahrscheinlich nicht weiter zu erwähnen. Wenn man jetzt hergeht und auf die ursprüngliche Frage zurück, wie kommt es, dass ein Wechsel eines Netzkabels unterschiedliche klanglich relevante Ergebnisse bringt, stellen Sie sich vor, Sie würden hier ein besseres Kabel einsetzen. Dann wäre der Spannungsabfall, der diese Größe Delta U ungleich Null im Wesentlichen mitbestimmt, natürlich deutlich kleiner. Und von daher natürlich auch die Ausgleichsströme, die hier durch diesen Kreis fließen, deutlich kleiner. Das ist der Hintergrund, warum der Wechsel eines Netzkabels deutlich hörbar wird. Es muss, man kann sich leicht vorstellen, das ist die einfachste Konzeption. Und wenn Sie jetzt 6, 7 Geräte oder noch mehr speisen müssen, wird die Sache sehr, sehr unübersichtlich, auch vom Ergebnis. Das heißt, Sie sollten diesem Aspekt deutlich Rechnung tragen. Probieren Sie bessere Netzkabel. Wir haben ein reichliches Angebot von besseren Netzkabeln im unteren Preisbereich bis auch, ich sage selber dazu, abgedreht. Sie können für ein Netzkabel mit Leichtigkeit 1.000 Euro auch bei uns ausgeben. Nur das muss nicht sein, es geht auch schon deutlich preiswerter mit deutlich besserem Hintergrund. Dass immer noch eine Steigerung möglich ist, ist auch klar. Wenn Sie eine höchstwertige Anlage Ihr eigen nennen, sollten Sie sich die hochwertigen Kabel auch mal anhören und danach entscheiden. Machen Sie aber nicht den Fehler, für eine 3.000 Euro Kette für zwei Kabel 2.000 Euro ins Netz zu stecken. Warum sind diese Störungen derart viel größer? Wenn ich nämlich mit einem Millivoltmeter hier messen würde, würde mir das wechselnd einige Millivolt zur Anzeige bringen. Da würde man als Elektriker oder auch als Physiker sagen, naja, das kann es eigentlich nicht sein, dass da so ein großer Einfluss durch entsteht. Der Hintergrund ist ein etwas anderer. Da ich besser oben zeichnen kann, nutze ich mal ein paar Blätter mehr. Außerdem ist keiner, der das braucht noch. Das ist meinem Alter geschuldet, dass ich an der Flipchart besser arbeiten kann. Entschuldigung. Wir haben typischerweise Netzgeräte und nebenbei, das Problem entsteht immer durch die Tatsache, dass damals Tesla sich durchsetzen konnte und nicht Edison, als es darum ging, Stromkrieg wird der eine oder andere schon mal nachgelesen haben im Internet. Damals ging es um die Frage, wie kriege ich elektrischen Strom in die Häuser?
das ist über 100 Jahre her. Da ging es nicht um die Frage, wie klingt Hi-Fi am besten. Das ist sicher klar. Und es ist auch klar, zur damaligen Zeit konnte man tatsächlich nur mit Wechselstrom arbeiten, weil der umspannbar ist. Wir wissen heute, dass unsere Hochspannungsleitung 380 Kilovolt, 1000 Volt als Spannung führen und von daher noch mit Leitungsquerschnitten große Energiemengen transportieren können, die verträglich sind. Würde ich hier auf dem Niveau einer normalen Glühlampe, also 230 Volt Verbraucher, führen wollen, müsste ich nicht nur armdicke Kabel verwenden, dann wäre der Verlust in den Leitungen sowas von immens, da könnte ich keinen Kilometer mit ausrüsten. Also Wechselstrom war nötig, das kann man ganz klar sagen. Nur wir alle haben uns daran gewöhnt, dass wir sagen, Strom kommt aus der Steckdose. Und das war's. Und er hat möglichst konstant zu sein. Das ist auch noch eine Forderung, die grobe Schwierigkeiten angesichts der extremen Elektrifizierung, die wir heute haben, vom Dosenöffner über das Handy-Ladegerät und aufzuzählen sind da viele. Außer dem Dosenöffner, Handy braucht Gleichstrom. Dosenöffner arbeiten mit Wechselstrom. Aber alle Gerätschaften, die wir unter High-Endern hier uns anschauen, müssen den Wechselstrom, 230 Volt, in Gleichstrom umformen. Deswegen haben all diese Geräte tatsächlich Netzgeräte drin. Die hat jeder vergessen. Auch die Konstrukteure vieler Hi-Fi-Komponenten haben das Netzgerät vergessen. Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass man da Wechselspannung mit Hilfe eines Transformators, das ist dieses Symbol, umformt. Ich zeichne die Sekundärspule mal mit der Absicht kleiner, weil sie die niedrigere Spannung liefert. Ja, das Wackeln ist etwas irritierend. Ich habe sowieso schon einen leichten Tremolo hier, aber den jetzt noch dazu. Wir haben hier also Phase, das ist der heiße Pol, 230 Volt, den sollten Sie nach Möglichkeit nicht anfassen. Wir haben den neutralen Pol, den dürfen Sie anfassen, aber auch bitte nur als Elektriker, wenn Sie wissen, wo er ist. Und wir haben den Erdanschluss. Das ist im Regelfall dieses Symbol. Das geht ins Gerät. So, und jetzt haben wir hier die 230 Volt Wechselspannung. Und auf ein Argument werden wir nachher mit Sicherheit noch kommen. Wechselspannung heißt, es ist ein Sinus über die Zeit. Hier steht also T in Sekunden und A die Amplitude in Volt. Wechselspannung ist es deswegen, weil im Kraftwerk der Generator kreisrund läuft. Und die Abwicklung über die Zeit einer kreisrunden Bewegung ist ein Sinus, wie hier jetzt gezeichnet. Sie sehen also, wenn ich daraus eine Gleichspannung, das heißt gleiche Spannung gewinnen möchte, dann habe ich ein Problem zu bewältigen. Nämlich, eigentlich möchte ich eine Spannung, die eine Gerade über die Zeit darstellt. Wie ist das zu machen? Schwierig, schwierig. Denn zunächst mal muss ich die zweite Hälfte umklappen. Das ist noch ein simpler Vorgang. Und dann sehe ich trotzdem, ich habe eigentlich nur zwei Punkte, an der sich die gewünschte Gleichspannung mit der Wechselspannung hier berühren. Und das tatsächlich führt zu einem Dilemma. Na, jetzt habe ich wohin? Dankeschön, danke. Auch den falschen da drauf gepackt. Das Dilemma ist typischerweise, dass der Konstrukteur damit zufrieden sein muss, dass er eine Spannung bekommt, die eigentlich noch keine Gleichspannung ist, nämlich eine sogenannte Restwelligkeit akzeptieren muss. Die gewonnene Spannung, hier geht es dann so weiter, hat eine Welligkeit, die zu dieser hier DC-Restwelligkeit eigentlich genannt wird. Würde man die so lassen, wie sie ist, würde der Verstärker, den ich damit speise, ganz schön Brummen entwickeln. Geht also nicht. Was wir aber sehen, ich habe unter der Akzeptanz dieser Restwelligkeit, ich will das eben noch komplettieren hier, dieses Umklappen wird durch einen Gleichrichter, und hier ist ein Vollweggleichrichter gezeichnet,
hergestellt. Das ist eigentlich ein Ventil, bestehend aus vier einzelnen Dioden hier in dem Zweig, das Strom immer nur in einer Richtung durchlässt. Es klappt diese Halbwelle in Richtung der grünen Form hier um. Also hiernach habe ich dieses Signal anstehen. So, ich muss also über die ganze Zeit und nicht nur diese Restwelligkeit beinhalten, nicht nur Restwelligkeit, sondern diese eigentliche Brummspannung, muss ich zu einer Gleichspannung machen. Das heißt, das geht nur über große Speicher. Und diese Speicher, das sind die großen Kondensatorblöcke, die Sie in jedem Ihrer Geräte wiederfinden. Heute hat man sich darauf geeinigt, nicht mehr einen dicken, sondern mehrere kleinere dafür zu verwenden. Die haben aber die Aufgabe, die Energie, die der Gleichrichter und damit über den Trafo aus dem Netz liefert, zwischenzuspeichern und dann mit dieser Restwelligkeit, je größer dieses C hier, desto kleiner wird die Restspannung. Was man aber hier an der Konstruktion schon sehen kann, ich habe, wenn ich ein kleines C habe, die Möglichkeit, wenn die DC-Restwelligkeit groß gemacht wird oder zugelassen wird, dann habe ich dieses Zeitfenster, das ich hier mal straffiert zeichne, indem ich den Kondensator überhaupt nur nachladen kann. Vergrößere ich den Kondensator, dann wird das Zeitfenster immer kleiner, denn die Restwelligkeit ist natürlich ebenfalls kleiner und lässt nur eine begrenzte Zeit das Ventil sich öffnen, um nachzuladen. Typischerweise ist es so, dass die Zeitfenster hier in einer Hi-Fi-Komponente ungefähr 95% dieser weißen hier nicht straffierten Fläche der gesamten benötigten Gleichstromversorgung für das Gerät 95% zu 5% Nachladezeit lässt. Denken Sie sich einen Verstärker, der hier angeschlossen ist und das wäre sehr harmlos vom Stromverbrauch, mal 1 Ampere Stromverbrauch, dann würde, wenn der die ganze Zeit Strom 1 Ampere zieht, während dieses Zeitfensters ein 20 Ampere Impulsstrom nötig, um den Kondensator wieder auf seine volle Ladung zu bringen. Das ist ganz wichtig, dass Sie versuchen, das zu verstehen. Das heißt, ich habe eine extreme Impulsbelastung sowohl des Gleichrichters, des Trafos, aber auch des Netzes und das angeschlossene Kabel, das zur gemeinsamen Verteilerleiste führt. Steile Impulse, die umso steiler werden und kürzer werden, je größer dieses Lade-C hier wird und damit je kleiner die Restwelligkeit. Das ist eigentlich das Ziel, an der Stelle eine Gleichspannung zu bekommen. So, wenn ich schon bei einem nur 1 Ampere aufnehmenden kleinen Verstärker, das ist kein konstanter Strom im typischen Fall, ständig wechselnd je nach Lautstärke, 20 Ampere Pulse habe, dann wird Sie nicht wundern, wenn ich behaupte, die Stromimpulse, die wir tatsächlich unserem Netz entnehmen, sind 50 und mehr Ampere. Das sind Ströme, mit denen Sie einen Autoanlasser starten können. Und das ist der eigentliche Punkt, warum die Leitung an dieser Stelle hier große pulshafte Verluste macht. Nicht 50 Hertz, nicht 50 Mal in der Sekunde, sondern wegen der Umklappung 100 Mal in der Sekunde. Denn das ist eine 20 Millisekunden Periode. Beide positiv wie negativ gehende Halbwelle. So, und dann wird auch sehr schnell klar, warum die Länge, aber ganz speziell die Art der Bauweise, einen deutlichen Einfluss nehmen wird. Und wer jetzt vermutet, es ist der Querschnitt und damit kann ich alles reißen, der liegt falsch. Es ist die Induktivität der Leitung. Das ist der Widerstand, den jedes Stück Draht bei Stromdurchfluss als Bremse dem sich ändernden Strom entgegenstellt. Also jetzt herzugehen und zu sagen, na gut, dann machen wir von 1,5 Quadrat, machen wir 2,5 oder 4 oder 6 oder noch mehr und damit bin ich das Problem los, der hat falsch reagiert. Denn schnelle Stromänderungen, wie denn die Pulse sie ja erfordern, sind nicht mit dem Querschnitt, sondern mit der Induktivität verbandelt.
Induktivität, das wird jetzt auch wieder ein Diagramm über der Frequenz hier. Hier gebe ich mal die komplexe, die komplexe Impedanz an, R. Da werden wir bei einem null-induktiven Material, was es technisch nicht gibt nebenbei, eine glatte Kennlinie-Frequenz unabhängige Gerade sehen. Ein kleiner Querschnitt liegt hier weiter oben, ein großer Querschnitt weiter unten. Und wenn ich jetzt den induktiven, nämlich den frequenzabhängigen Beiwert messe, den im Prinzip jede Spule auch hat und dadurch in sehr konzentrierter Form, dass ich den Draht aufwickle, ja, aber auch ein gestreckter Draht hat Induktivität, nur über eine große Fläche verteilt, großes Volumen verteilt, dann werde ich sehen, dass ich hier eine 45 Grad Gerade produziere. Das heißt, die Erniedrigung des Ohmschen Widerstandes ist für den Frequenzbereich, in dem diese Impulse hier Strom wollen, und das ist durchaus in der Größenordnung mehrere x Kilohertz bis zu Mittelwellenbereich hoch. Sie können sich den Spaß machen, wer von Ihnen immer ein kleines Kofferradio, also batteriebetriebenes Gerät hat, der gehe mal mit der Antenne in die Nähe der Anschlüsse seiner Komponenten. Und dann wird er feststellen, dass im Mittelwellenbereich definitiv starke Störungen zu hören sind, die durch diese Impulse hier vorkommen und erzeugt werden. Das heißt also, wir sind gehalten, eine Leitung zu konstruieren, die nicht nur den Querschnitt deutlich verbessert, wenn das eine 1,5 Quadratleitung war, das eine 2,5, das eine 6 Quadrat, dann sehen wir, verschiebe ich lediglich bei gleicher Induktivität, verschiebe ich lediglich den Einsatzpunkt. Denn die Summenfunktion, die sich für die Leitung ergibt, ist immer die Addition von beiden. Nämlich, hier würde sie eine Gerade in dieser Weise ergeben. Wir haben gemessen, dass sie im Bereich 1 MHz, also ungefähr Mittelwelle, dass sie da durchaus Widerstandsbeiwerte in der Größenordnung von 10 und mehr Ohm haben. Und das ist für eine Netzleitung reichlich heftig. Ups. Ups. Was denn? Pro Meter Länge? Pro Meter immer, Entschuldigung, ja, danke. Ja. Was wir also suchen, ist eine Leitung, die extrem niedrige Induktivität hat. Null, wie gesagt, geht nicht. Den brauchbaren Widerstandsbeiwert hat, das ist aber schon mit 3 Quadrat oder 4 Quadrat längstens gut genug. Die Induktivität, nämlich die Öffnung dieser 45 Grad, wenn ich die Achsen gleichwertig wähle, Öffnung dieser beiden Geraden. Das ist gesucht. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das tun? Ich will aber angesichts der Tatsache, ich habe eine Stunde und die Hälfte ist schon fast um, da jetzt nicht allzu viel drauf verweilen. Diese Grafiken und Erklärungen sind sämtlich in der Broschüre, ich hoffe nur, ich habe genug, die ich austeilen kann. Ansonsten, wenn ich sie nicht voll bedienen kann, müssten Sie zum Stand kommen, mir Ihre Adresse dalassen und wir schicken sie Ihnen nach. Sie können es aber auch im Internet nachlesen, sind als Downloads auf unserer Webseite. Dieses Problem hier, hohe Spannungsabfälle aufgrund des komplexen Impedanz der Netzleitung als Zubringer von der Verteilerleiste zur Komponente, sind das praktisch von jedem übersehene Problem. Sie können wohnen, ich sage mal, Glottertal ist eine Sache, mitten in Hamburg mit Blick auf den nächsten TV-Sender ist eine andere Sache. Aber in jedem Fall, selbst der Glottertal-Kunde wird dieses Problem haben. Wenn er also die Netzkabel wechselt, wird er feststellen, seine Anlage spielt besser, so wie es sich um Kabel handelt, die definitiv niedrigere Induktivität haben. Verlassen wir diesen Punkt angesichts der fortschreitenden Zeit und gehen zu dem eigentlich zweiten Textteil über, der da lautet Elektrosmog. Ich hatte das angedeutet mit dem Tesla, angedeutet mit der LED-Leuchte. Unsere Netzspannung ist definitiv verseucht in einem großen Maß. Nun muss man allerdings eins klar wissen. Ich hatte auch gesagt, als Funkamateur konnte ich keine Sender mehr empfangen, die das ganze Band von unten bis oben, bis UKW rauf war, so stark gestört,
dass ich eigentlich nur mehr selbst die Lampe wieder runterholen konnte, mehr nicht. Ne? Jetzt schalte ich sie ab, wenn ich funken will. Das ist aber ein Zustand, den Sie normalerweise als High-End-Interessierter nicht beurteilen können. Auch Ihr Nachbar, und hätten wir einen gehabt, der so eine Leuchte hat, der nur 10 Meter entfernt gewohnt hätte, wäre ich in demselben Dilemma gewesen, ohne zu wissen, woher es kommt. Nachweisen lässt sich das, aber das ist alles extrem aufwendig. Das sind nicht nur leitungsgebundene Störungen, sondern es sind vor allen Dingen auch durch Funkwellen, deswegen heißt das Funkstörung unter anderem auch, verbreitete Störungen. Wir haben einen Kunden, der hat das derart lustig geschildert, deswegen möchte ich Ihnen das so wiedergeben, wie er es gesagt hat. Er sagt, hören Sie mal, gestern Abend mit meiner Frau ein Glas Rotwein, meine Anlage zum Verlieben. Heute Mittag zum Verschenken, wie kommt das? Hat jemand von Ihnen diese Erfahrung auch gesammelt, dass seine Anlage Tageszeiten abhängig spielt? Dann ist er dringend, hoffentlich, unser Kunde für die Zukunft. Denn wenn man Folgendes einmal sich verdeutlicht, ich will es möglichst kurz machen, wir haben, wenn ich mal aufzeichnen würde, die Störstärke, wobei das hier als allgemeine Stärke, ja, Elektrosmog zu bewerten wäre, über die Störauswirkung, also was Sie klanglich als Störung wahrnehmen. Ah, merken Sie sich, ist das nicht sehr deutlich geschrieben. Dann würde ich feststellen, dass es durchaus von Anlage zu Anlage Unterschiede gibt. Die, wenn ich es messtechnisch ermittle, dann kann ich die Störstärke in konkreter Form einstellen. Dann würde ich feststellen, die Anlage 1 zum Beispiel hat einen Störteppich, der ist, wenn das beide Male logarithmische Darstellungen wären nebenbei, der ist bei irgendwelchen gesunden 80, 90, 100 dB und erst spät beginnt sich hier etwas zu tun. Und zwar geht es dann steil in die Höhe. Nehmen wir das als Anlage 1. Dann gibt es dieselbe Situation für eine zweite Anlage, die kann durchaus darüber beginnen und definitiv auch später erst einsetzen. Sie kann aber auch bei einer dritten Anlage darüber liegen und früher einsetzen. Also all das werden wir feststellen und das ist von Anlage zu Anlage sehr unterschiedlich. Wenn also der Kunde am Sonntagabend mit dem Glas Wein und seiner Frau im Arm Störstärke und Störauswirkung, allgemeiner Elektrosmogpegel war dieser, wohlgemerkt logarithmische Darstellung. Dann hat er kein Problem. Die Anlage kann nicht besser spielen, egal ob die Störung null ist, was es hier sowieso nicht gibt, oder die ist, die er gerade zur Kenntnis nehmen muss. Wenn er aber montags mittags hört und hier zu liegen kommt, nur relativ viel, wenige Prozente Unterschied in der Störstärke, dann wird er einen Effekt wahrnehmen, der sehr starke Störauswirkung in Form von zusätzlichen Artefakten in der tonalen Wiedergabe. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wie kommt das? Wie kann das sein, dass der Elektrosmog, hat jemand eine Frage dazu, was das ist, sonst würde ich mir die Erklärung dazu schenken. Na gut, also geschenkt. Es ist die, mit einem Satz gesagt, der gesamte elektromagnetische Störumfeld über alle Frequenzen in der Zusammenfassung. Dass nicht alle Frequenzen gleich schädliche Wirkung haben, werden wir gleich sehen. Jetzt fragt man sich, wieso kann das denn sein? Jeder weiß zwar, dass wenn ich einen Verstärker zu laut aufdrehe, irgendwann wird das Teil verzerren. Bei heute modernen Verstärkern und Lautsprechern wird wahrscheinlich eher ihr Trommelfell Schaden nehmen. Aber vor 20, 30 Jahren war das noch so, dass man tatsächlich den Lautsprecher himmeln konnte mit zu lautem Aufdrehen. Und nicht nur den, auch den Verstärker. Er fängt an zu klippen, was starke Verzerrungen produziert. Keiner fragt sich aber,
was ist denn eigentlich, wenn ich einem Verstärker ein Signal zuführe, unbewusst zuführe, das wesentlich schneller ist als das, was der Verstärker linear verarbeiten kann. Wir wissen alle, dass unsere Audioverstärker, ich nenne runde Zahlen, typische Bandbreiten von zum Beispiel DC bis 100 kHz oder weniger Hertz bis 100 kHz, 200 kHz und so weiter haben. Bleiben wir bei der runden Zahl 100. 100 kHz heißt, der Verstärker kann 100.000 Schwingungen verarbeiten, ohne dass er überfordert ist, ohne dass er selbst Verzerrungsprodukte erzeugt. Führe ich ihm nun zum Beispiel durch die Einstrahlung des nächsten sichtbaren Sendeturms UKW 100 MHz zu, und hierzu muss ich Ihnen gleich noch ein paar Beispiele erläutern, dann hat das Gerät ein Eingangssignal, das 1000-mal schneller ist. 100 MHz zu 100 kHz wäre dieses 1000-mal schnellere Signal. Was macht der Verstärker mit einem 1000-mal zu schnellen Signal, müssen wir uns natürlich fragen. Und das geht leider in die Hose. Und zwar, wenn wir auftragen, hier die Zeitachse. Ich gebe jedem recht, der sagt, da mischen Sie jetzt zwei Sachen technisch, die eigentlich nicht gemischt gehören. Aber es lässt sich nicht anders darstellen, um es verständlich zu machen, was passiert. Jeder Verstärker hat eine sogenannte Slew Rate, Steigzeit, mit der er reagieren kann. Meistenteils ist die definiert in Volt pro Mikrosekunde oder in Ampere pro Mikrosekunde. Für unsere Endstufen ist beides von Bedeutung. Das heißt, diese Angabe, wie schnell kann er denn überhaupt sein Ausgangssignal ändern, ist eine Frage der Amplitude Nummer eins, der Spannungshöhe und natürlich der Geschwindigkeit der anfallenden Störung. Wenn wir diese Kenngröße, maximale Slew Rate, einmal, ich zeige das schon mal strichliert hier ein, für einen Verstärker, dann sehen wir hier mit kleiner Aussteuerung, ach, Amplitude ist hier. Mit kleiner Aussteuerung ist da keine Nichtlinearität zu erwarten. Mit großer Aussteuerung wird das Ganze nicht linear. Die positiv gehende Halbwelle der störenden Hochfrequenzamplitude kann größer sein. Das ist im typischen Fall für alle Transistorverstärker, als die negative. Der Hintergrund hier ist, die negativen Halbwellen werden durch sogenannte PNP-Transistoren, die positiven Halbwellen durch NPN-Transistoren. NPN ist Elektronenleitung, die fließen wesentlich schneller. Also ein NPN-Transistor hat grundsätzlich die höhere Grenzfrequenz in einem ansonsten gleichwertigen PNP-Transistor, der die kleinere Grenzfrequenz hat, also langsamer reagiert, weil er Löcher zu transportieren hat, um Ladung zu transportieren. Und die sind nun mal massebehaftet und von daher langsamer. Habe ich jetzt nun eine, muss ich mich mal der Farben hier bedienen, habe ich nun eine Amplitude, nehmen wir blau, ist die Hoffnung, die hier reinpasst. Das sei meine Störung. Dann sehen wir, sie tangiert weder die positive noch die negative Begrenzung in der Steigzeit. Lasse ich die Amplitude steigen, dann sehe ich hier, muss möglichst sinnvoll zeichnen. Ah, das war schon der Schuss ins Hemd. Dann sehe ich aber, die negativ gehende lässt bereits sich durch die Steigzeitbegrenzung verformen. Und zwar diese Fläche, die hier zwischen entsteht, wird nicht mehr mit übertragen. Ich muss das ein bisschen sauber machen. Gut. Entschuldigen Sie, es ist ein bisschen schwierig hier mit schwankendem Untergrund. Erhöhe ich die Amplitude noch mehr, dann überschreite ich auch die positiv gehende Steigzeit. Und es wird diese ganze Fläche nicht mehr übertragbar. Und hier die noch viel größere. Ah, ich habe es nicht gut gezeichnet, aber wie auch immer. Erklären Sie jetzt, oder es erklärt sich hiermit Folgendes.
Die lange Gerade, die ich habe, ist die Amplitude von 0 als Störung bis hin zu der blauen und noch ein Stück darüber, bevor ich die Tangente hier berühre. Das heißt, ich habe diesen Variationsgrad ohne negativ klangliche Reaktion meines Verstärkers. In dem Augenblick, wo hier die grüne Kennung die Tangente berührt, als Tangente berührt, komme ich in den Übergang hier jeweils. Wird auch die rote größer, bin ich in dem steilen Ast der jeweiligen Verstärkerkennlinie. Das hier produziert sogenannte TIM-Verzerrung, Transition Intermodulation nennt sich das. Die faltet sich zurück in den Audiobereich, obwohl das eigentlich hohe Megahertz-Frequenzen sind. Zurückgefaltet in den Audiobereich erzeugt das zusätzlichen TIM, wie gesagt, Clear. Und das ist das, was Sie tageszeitenabhängig wahrnehmen können, wenn denn Ihre Wohnlage tatsächlich starke Elektrosmog-Abhängigkeiten liefert. Stellen Sie sich darauf ein, dass das typisch in der Situation für Mehrfamilienhäuser im stadtnahen Zentrum, natürlich erst recht in industrienahen Zentren, dass das weniger der Fall ist, wenn Sie ländlich wohnen und erst recht, wenn Sie ländlich und Ihr eigener Herr im Hause sind. Wieso werden die Störfrequenzen bei den Verstärkern nicht einfach platt gemacht, also kurzgeschlossen durch entsprechende Filter? Ich habe jetzt nur die Hälfte verstanden, muss ich zu. Wieso werden diese störenden Hochfrequenzen bei den Verstärkern nicht einfach platt gemacht, das heißt kurzgeschlossen durch entsprechende Filter? Ja. Könnte man noch machen. Tun wir ja auch. Da aber die Verstärkerhersteller nicht hergehen können und jeder Wohnsituation entsprechend vorbeugend filtern, bleibt und vor allen Dingen bei preiswerten Geräten immer ein großes Spektrum übrig, wo nachgebessert werden muss, wo man also durch Filter, die man in die Verteilerleiste einbaut, typischerweise der Situation vor Ort anpassend die hochfrequenten Störungen mindert. Bitte auch bedenken, ich sagte, das sind überwiegend Funkwellen, die auf die Netzleitung in der Wand, ich sagte Ihnen eben, ich will noch ein paar Beispiele geben. Eins ist etwas lustig und Gott sei Dank habe ich es überlebt, da muss ich dazu sagen, hat mich massiv geprägt. Ich hatte als junger Steppke eins der ersten Taschenradios, damals ein Sony mit OC-Transistoren, das wird niemandem von Ihnen was sagen, gehe ich mal von aus, so lange ist das her. Und es fiel auf, das hatte so eine kleine, stummel, ausziehbare Antenne. Es fiel auf, dass die Mittelwellensender, die man eingestellt hatte, in dem Augenblick, wo man die Antenne anfasste, lauter spielten. Ich bin damals an Mutters Guss alles in den Herd gegangen damit, spielte noch lauter. Und in Mutters Abwesenheit habe ich dann die Steckdose, wir wohnten im ersten Stock, mit dem Erdkontakt, Gott sei Dank, nur berührt und es spielte doll laut. Das hat mich interessiert, wie das denn geht. So ein Kontakt eigentlich hätte... Antenne ist irgendwie kurzgeschlossen, das weniger sein müssen. Bin dann in den Keller gegangen, ich wusste, da war auch eine Steckdose. Und tatsächlich, ich habe zuerst den Erdkontakt berührt und ich habe das wie heute im Gedächtnis mit dem, was jetzt kommt, spielte leiser. Daraus müssen wir auch die richtigen Schlüsse ziehen gleich noch. Und dann habe ich den Mut gefasst und bin in die Löcher gegangen und dann war das Radio kaputt. Ich hatte einen entsetzlichen Erklärungsnotstand, denn es war relativ neu. Und keine Chance, das irgendwie repariert zu kriegen. Zwei Dinge sind hier zu nennen. Erstens die Tatsache, dass derselbe Draht, das war ja doch die Erdleitung, die aus dem Keller hoch bis zu uns, erster Stock, verlegt war, dass der oben laut spielte und unten so gut wie gar nicht mehr. Das heißt doch nichts anderes, als dass jedes Stück Draht, das aus der Erde rausschaut, und das braucht auch kein Draht sein, das kann auch ein Blech sein, das aus der Erde rausschaut, wirkt wie eine Antenne. Das dürfen wir nie vergessen. Ich bringe gleich noch ein paar andere Beispiele dazu. Sodass also derjenige, der nach bester Erdung schreit und meint, er müsste sich im Garten eine große Platte vergraben und so weiter, hat viel Aufwand und möglicherweise ob der Leistung auch Freude, aber technisch unsinnig. Wichtig ist immer nur, dass ein und dieselbe Erde
alle Komponenten möglichst mit kurzen Verbindungen, bitte erinnern Sie sich an die Induktivitätserklärung von gerade, verbunden werden. Also das heißt, dass kein absolutes Potenzial für Erde, weder für Phase noch für Null, aber ganz speziell nicht für Erde existiert, müssen wir akzeptieren. Es ist so. Beispiel, das war in den 80ern, da war mal in ganz Nordamerika ein massiver Stromausfall. Der eine oder andere mag das noch im Gedächtnis haben, der über Tage Kanada und Teile Nordamerikas stromlos ließ. Was war passiert? Es waren Polarlichter, das heißt Materieströme, die von der Sonne als geladene Partikel in die Erdatmosphäre eindringen und Ströme durch das Erdreich produzieren. Große Ströme, das sind Zehntausende von Ampere, das ist nichts mal ebenso. Und natürlich haben die Kraftwerke, die im Verbund arbeiten, sind auf Spannungsdifferenzen, die durch den großen Strom im Erdreich entstehen, so gesichert, dass sie ab einer bestimmten Spannungsdifferenz abschalten. Sonst würden sie alle ihre Trafostationen und so weiter verbrennen. Und so entstand dieser riesige Blackout. Auch die Angabe, was ist, wenn ich beim Gewitter auf der freien Wiese stehe, was sollte ich tun? Mich möglichst ducken und auf einem Bein, nicht breitbeinig wie die Kühe. Die fallen um, auch wenn der Blitz 100 Meter entfernt ins Erdreich einschlägt, ist die Spannungsdifferenz zwischen den Beinen so groß, dass sie vor elektrischem Stromschlag sterben. Also auf einem Bein das Potenzial akzeptieren, das ich an der Stelle habe durch den Blitzeinschlag in der Nachbarschaft. Dann kann Ihnen nichts passieren. Es sind immer wieder die Ausgleichsströme, die Ihren Körper sonst beeinflussen. Und genau das ist aber auch für die Anlage der typische Fall. Also eine absolute Erde gibt es nicht. Und wichtig ist nur, dass man die Differenzen zwischen den Komponenten gegen Null gehen lässt. Auch was die Erdanschlussqualität anbetrifft. Der zweite Aspekt, nämlich die Tatsache, dass Leitungen aller Art leider Gottes auch Funkwellen aufnehmen. Ein Beispiel will ich Ihnen da noch bringen, einfach weil es auch jeder im praktischen Erfahrungsschatz hat. Sie fahren auf eine Ampel zu, haben vorher einen UKW-Sender eingestellt, der klarkommt, halten an der Ampel und plötzlich ist dieser UKW-Sender nur noch wischiwaschi. Der eine wird sagen, schon 10-mal gehabt, ganz speziell in der Ecke. Das hängt damit zusammen, dass die Funkwellen von dem UKW-Sender, den Sie gerade empfangen, möglicherweise auf dem direkten Weg vom Turm direkt in Ihre Antenne kommen, aber auch über Reflexionen an Gebäuden, Bergen, Gasometern und so weiter, einen längeren Weg zurücklegend ebenfalls in Ihre Antenne einfallen. Und wenn die Zeitverschiebung dieser beiden Signale gerade so groß ist, dass die Signale am Empfangsort sich aufheben, dann haben Sie dieses Wischiwaschi-Thema. Deswegen ich das sage, Sie lassen den Wagen vielleicht nur 10, 15 Zentimeter zurück oder vorwärts rollen und haben wieder klaren Empfang. So, und jetzt bedenken Sie bitte mal, was Ihre HiFi-Anlage auf dem Rack auszuhalten hat in der Hinsicht. Da steht eine Komponente links, die andere rechts, die nächste drunter, drüber. Diese 10, 15 Zentimeter Unterschied heißt doch nichts anderes, als dass die hochfrequente Störung, jetzt wäre es dieser Sender, wir haben aber mit 1000 anderen Störquellen zu kämpfen, einen vollständige Auslöschung oder Verstärkung bedingen können. Das heißt, eine HiFi-Anlage mit Verkabelungen in meistenteils sehr unübersichtlicher Weise ist dem Elektrosmog in wirklich starkem Ausmaß ausgesetzt. Wir sind, ich darf das mit Fug und Recht noch sagen, ich bin gespannt, wann die Nächsten das nachmachen, die ersten und einzigen, die Kabel haben, die nicht als Antenne wirken. Das erklärt auch deren hohe Kosten. Wer sich dafür interessiert, kann sich am Stand bei uns und das zeigen lassen. Aber eine völlig resonanzfreie Anlage herzustellen, heißt, dass wir da wirklich etwas tiefer ins Portemonnaie greifen müssen. Das hat nichts damit zu tun, wenn ein Hersteller schreibt, neunfach geschirmt und so weiter. Das ist eher kontraproduktiv als produktiv für das Problem. Wir müssen das elektromagnetische Störfeld, müssen wir in Wärme umwandeln. Schirmen lässt sich das nämlich nicht. Sie müssen es aufnehmen und umsetzen, in Wärme verwandeln, ohne dass es das Signal beeinträchtigen kann. Also
Die Netzleitung in der Wand ist aber aufgrund ihrer Effizienz, nach dem Beispiel, das ich Ihnen eben erzählte, von ziemlicher Bedeutung. Deswegen reicht für die meisten Fälle, und wenn wir nochmal auf diese Grafik hier zurückgehen, ich will ja nicht null, ich darf auch gar nicht null und theoretisch wie praktisch auch gar nicht erreichbar. Ich muss nur sicherstellen, dass ich vor Ort eine Störstärke nicht überschreite, die meiner spezifischen Anlage gestatten würde, hier in den Kniepunkt zu kommen. Und da ist natürlich die Netzfilterung, weil die Netzleitung in der Wand so effizient als Antenne wirkt, natürlich auch die Verkabelung, aber die addiert sich obendrauf, ist die Netzleitung in der Wand die erste Ansprechadresse. Wer das nicht gemacht hat, wer also hier nicht filtert, nicht blockiert, der wird sich wundern, was dabei rauskommt, wenn er das denn tut. Und das ist die preiswerteste Lösung, das Thema anzugehen. Können Sie das mal praktisch darstellen, was man da machen muss? Ja, es liegt hinter der Anlage, die Leiste. Wer hier mal vorbeigehen will, kann sich das ansehen. Besser wäre es unten bei uns unten am Stand zu tun. Dann können wir auch die Fragen, die jetzt absolut überbleiben müssen, noch im Detail erklären. Wir haben nicht nur die Leiste, wir haben auch die Netzkabel, von denen ich hatte eben Wasser erbeten und jetzt steht es hier unbenutzt, von denen ich sprach, und die Signalverkabelungen, wie Lautsprecherverkabelungen, die da resonanzfrei sind, können Sie hier ebenfalls sehen. Ich weiß, dass ich die eine Stunde keinesfalls über sprechen darf. Den groben Rahmen habe ich Ihnen genannt. Ich denke auch, ich konnte Sie ein bisschen nachdenklich machen und Sie sollten die Entscheidung zu einer Filternetzleiste definitiv durch Ausprobieren treffen. Ausprobieren ist immer das Überzeugendste, das ist ganz klar. Aber es wird kaum einer unter Ihnen sein, der sagt, ich höre keinen Unterschied in positiver Richtung. Das kann ich Ihnen versprechen. Ja. Die Studie über die LED-Störung durch LED-Lichtkörper, Sie sagten, die kann man, also die, über die LED-Störung. Ja. Sie sagten, die kann man vielleicht demnächst erhalten? Ich werde dazu eine Veröffentlichung schreiben. Weil das ist ein so eklatantes Thema und Elektromobilität kommt dazu. Wir laufen in den Fachzeitschriften. Ich denke, mit der Stereo habe ich drüber gesprochen. Da müssen wir aber noch die Messungen liefern. Kann man das da mal verfolgen, wenn das auftaucht? Ja, wenn Sie es jetzt schon vorab interessiert, es sind alle LED-Leuchten, die mit zusätzlichen Wandlern arbeiten. Wir müssen eins wissen, eine einzelne LED hat eine Brennspannung von ungefähr 4 Volt. Und wenn man jetzt nicht hergeht und mit einem normalen Trafo von 230 runter transformiert, sondern das einem sogenannten Sperrwandler übergibt, das sind diese kleinen Kästchen, die da von jeder Eingangsspannung, jeder Ausgangsspannung machen können. Das sind die teuflischen Teile, die extrem viel Störpotenzial hinterlassen. Also der Wandler wieder mal von 230 Volt runter auf die Spannung der LEDs. Bei vielen Lampen, wie auch diesen hier, sind viele LEDs in Serie geschaltet. Also die würde ich als harmlos ansehen, einfach weil aufgrund der hohen Serienschaltung schon nah rangekommen werden kann an die 230 Volt. Ja? Und das Problem der Umwandlung sehr klein ist. Das wäre schön, wenn man ein Kriterium hat, nachdem man das auswählt. Ja, also ich habe alle anderen LED-Leuchten. Eine ist besonders gut, kann ich Ihnen sagen, die finden Sie auch in jedem Baumarkt genau genommen. Das sind die Filament-LEDs. Die haben so einen gelblich aussehenden Streifen, mehrere Streifen in dem eigentlichen Kolben. Die können Sie bedenkenlos nehmen. Die haben extrem kleines Störpotenzial. Immer dann, wenn Sie nur 4 oder 3 oder wenige LEDs in dem Kolben sehen, laufen Sie Gefahr hohen Störpotenzials. Weil jede einzelne kleine LED da drin braucht 4 Volt. Wenn ich 4 Stück in Serie schalten würde, habe ich immer erst 16 und muss auf 230. Ja.
wie gesagt, ich will jetzt kein neues Fass aufreißen, das sind noch viele, aber es sind unten am Stand auch aufgrund begrenzter Platzbedarf. Wir haben die Leisten da, wir haben Erklärungen zu den Filtern, warum, wieso. Im technischen Detail, ich habe hier Broschüren, die ich Ihnen gleich in die Hand geben werde, die nur die Technik und im Prinzip ein Teil dessen mehr, als was ich hier habe berichten können heute,